So. Ist zwar ein etwas weiter Weg, aber sollte okay sein. So, um das Thema Trade sollten wir uns auch irgendwann kümmern. Wie groß ist so ein Trading Post? Auch wieder recht groß. Also ja, hier warten wir immer noch darauf, dass wir das Trading Center finden. Bingo. Also. Die wollen, dass wir das... Die wollen erstmal, dass wir Residenzen bauen. 25 an der Zahl. Davon haben wir schon 10. Bald. Wir sollen Brot lagern. Okay, wir sollen den Lightspire binden und neu bauen. Okay. Und wir sollen auch das Brot nur storen. Ja. Okay. Hier könnte man meinen, dass man ihn irgendwie hinpacken könnte, die Trading Post. Aber scheinbar nicht. Also bauen wir ihn doch gegenüber unser Gebäuden hin. Haben wir überhaupt Händler? Nein. Ja, wir bräuchten auch ein Traders Camp, wo sich die Trader dann ausruhen, wenn sie nicht gebraucht werden. Sonst sind sie halt immer auf dem Schiff. Das heißt, es wird zwar trotzdem hier eingelagert, aber nicht benutzt. Sie holen ja auch Sachen aus den Gebäuden wieder raus, wenn es sein muss. So, die ersten Kürbisse werden fertig. Das heißt, ich richte hier noch zwei Marktstände in der Hoffnung, dass dann da Kürbisse mit reingepackt werden, die dann auch für die Nahrung verwendet werden, dass wir bessere Nahrung produzieren. Und ja, für Brot bräuchte ich eigentlich wirklich das Land hier oben. Weil hier ist Best Yield für Weizen.
Wäre hier drüben übrigens auch, wo wir uns schon ausgebreitet hätten, da könnten wir hier eine Weizenfarm und eine Brotproduktion hochziehen, theoretisch. Ja, wird am vernünftigsten sein. Und hier sieht man sogar, was wir mit den Leuten tauschen könnten. Also was sie bereit wären zu tauschen und wie viel. Sie würden zum Beispiel Kupfer nehmen und uns dafür Leder geben. Sie würden uns Rationen umsonst geben. Sie würden uns umsonst Zement geben, Silberbarren gegen Flachs und Nickel gegen Hämmer tauschen. Der würde uns Rubine für umsonst geben. So, warten wir mal, bis der Bau abgeschlossen ist. So, jetzt machen wir mal in der Guildhalle ruhig 5 Trader. Wir haben ja genug, mehr als genug Träger gerade zur Verfügung. Weil unsere Bevölkerung wächst ja. Also, das funktioniert alles ganz gut gerade. Können wir hier zum Beispiel auch noch kleine Häuser errichten, 2 Stück. Sogar hier oben eins. So, dann sagen wir dem Trading Post mal, er soll das hier starten. Oder so. Achso, er kann nur eins gleichzeitig. Okay. Lassen wir die Trader mal arbeiten. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Und ja, da ist jetzt ein Gemüsestall, also ein Marktstall für das Gemüse. Und sogar einer für die Forager Products ist jetzt entstanden. Sehr gut. Man sieht, der Pumpkin wird jetzt in das Essen mit eingearbeitet, anstatt separat verkocht zu werden. Wahrscheinlich wäre das letzte dann Brot. Plant Meal und Animal Meal. Also ja, doch haben wir von allem genug. So, die Trader laufen los und holen mal Rationen. Und wir haben Silber entdeckt. Auch schön.
Ja, es ist die Frage, wie kann ich eine Transportroute dahin? Oder muss ich wirklich das Gebiet bis dahin einnehmen? Oder es nur entdecken? Oh, wir haben eine Expansion mit unserer... praktisch. Wir haben schon mal das erste Missionsziel erfüllt. Also man sieht unsere Händler, die laufen hier hin. Hier zum Trading Post. Aber ja, was wir machen können, während die handeln, ist eine gute Idee. Wir können hier einen Storage daneben errichten. Und sagen, sie sollen nur... Es sollen Eisenbahnen hier gelagert werden, so. Wenn der dann gebaut wurde, was ja ziemlich schnell geht, weil es ja nur ein kleines Gebäude ist. Wir haben aber bis jetzt irgendwie keinerlei... andere Sachen wieder entdeckt. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert, wenn er hier fertig gebaut hat. Können wir keine Straße hier durchmachen? Und tunneln können wir leider nicht. Das ist schade. Also müssten wir theoretisch unsere Brotproduktion hier errichten. So, da kommen unsere Trader mit den Rationen zurück. Wir haben 15 Eisenbahnen bis jetzt. Wir können maximal 16 nur gelagert werden. Naja, stimmt, der Toolsmith braucht auch Kohle. Kohle sollte es aber hier drüben mehr als genug geben. Ja, es ist auch immer wieder schön, die Metallschmelze zuzusehen. Das habe ich auch in den Siedlerspielen immer gemocht, den Schmelzen zuzuschauen. Ah, hier hinten ist das Output-Lager von dem Ding. Und man sieht, die wechseln sich auch immer wieder ab bei der Arbeit. Hier kommt das Eisen rein. Und auch die Kohle, okay. Das stellen wir jetzt mal nicht in Frage. In Sila war das manchmal ein bisschen... Also in den ersten beiden Teilen hat man es nie gesehen. Da ist es in der Hütte passiert. Aber in Siedler 3 und 4 hat man wirklich gesehen, dass die Kohle und das Eisen an unterschiedlichen Stellen reingekommen sind.
Ist ja auch in Ordnung so. Das wäre jetzt ein bisschen Meckern auf höchstem Niveau. Ich meine, alles andere ist schon ziemlich stimmig.